So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer Spiritueller Anarchist und heute kommen wir zum zweiten Teil meines Antwortsvideos an Jennifer Carlson. Also, ich habe versehentlich letztes Mal gesagt, glaube ich, hat Jennifer Glass. Entschuldigung, da habe ich einfach das ein bisschen den Namen falsch gesehen. Okay, also Jennifer Carlson war spirituell und erzählt jetzt, dass sie ausgestiegen wäre und sagt, also die ganze Spiritualität wäre Teufelszeug. Okay, gucken wir mal, wo sind wir stehen geblieben. Ja, ich habe jetzt die ganzen Stationen durch, ja, mehrere Stationen, sind so 16 Stationen und da kann, also kann es eigentlich nur so sein, dass sie eine Station niemals lang durchzogen hat. Also, dass ihr einfach irgendwas angefangen habt, dann gemerkt hat, Scheiße, und dann wieder das nächste. Ja, weil so alt kann sie ja gar nicht sein. Ja, oder ich sprich du an, ich sprich, also liebe Jennifer, so alt kannst du ja gar nicht sein, weil so siehst jetzt mal nicht so alt aus und ja, also du kannst eigentlich nie in Praxis, selbst wenn es auch 2 Jahre waren, ja, ist es einfach zu wenig. Ja. Da vorne ist einiges Mist, ja, gewesen, ja, wie zum Beispiel das mit der Hexerei, mit dem Liebeszauber, das haben wir gesehen, also da den Eingriff in die Persönlichkeit, Voodoo, da war es wahrscheinlich schwarze Magie oder denke ich mal, ja, angewandt haben. Ja, also viele Sachen, wo ich auch sage, das hat mit Spiritualität nichts zu tun, wie zum Beispiel auch Verschwörungstheorien, David Icke, ja, der gilt ja auch als rechter Verschwörungstheoretiker. Ich habe da auch mal ein Video gemacht über. Das heißt, Esoteriker gegen rechte Verschwörungstheoretiker. Ah, ich kann sie mal verlinken, ja. Und zwar habe ich mich da ganz klar distanziert von den ganzen Reichsbürgern und den ganzen Kaspern da, weil für die haben, meines Erachtens, sind die nicht spirituell, sondern sie unterwandern die spirituelle Bewegung und machen sie dadurch kaputt, ja. Verschwörungstheorien, ich meine, es ist ja so, selbst wenn Freimaurer uns regieren würden oder Aliens oder sonst was. Ja. Was bringt es? Was bringt es mir? Ich muss den Feind in mir suchen, in mir drinnen. Ja. Und wenn ich mein Bewusstsein erweitere und mich ändere, dann ändere ich die Welt. Ändere dich selbst und du änderst die Welt. Ja, das ist ganz klar. Das ist, für jeden spirituellen Menschen ist das vollkommen klar. Ja. Also, was ich rausließ und ist einfach dein hohes Anspruchsdenken an die spirituellen Systeme, weil du dann auch gesagt hast, dass du nicht sofort einen Erfolg gesehen hast. Also es ist ja alles immer Sehen und Ernten. Ja? Ich meine, von einmal meditieren hebt man nicht sofort ab. Ich meine, wenn man ein bisschen Verstand hat, dann müsste man das eigentlich schon erkennen. Ja? Ich meine, ich will nicht sagen, dass du dumm bist oder so, aber in der Sache siehst du das einfach falsch, würde ich mal sagen. Ja? Okay, ja, Bibel, ja. Ich bin der Meinung, also ich war ja früher, bei mir ist es ja umgekehrt, ich war ja früher Christ und bin dann jetzt spirituell. Und bei mir war es genau umgekehrt. Ich war richtig drin in dem Christensud, ich war richtig schon in der Sekte, also mit einem Fuß in der Sekte drin. Meine Tante hat mich da schon zu einer Sekte verführt und ich muss sagen, das hat mir nur geschadet. Das hat mir eigentlich nicht wirklich weitergebracht. Ich bin christlich erzogen worden als Katholik und so. Und ich bin auch dankbar für die Grundlage. Ja. Ich habe Jesus in meinem Herz und Jesus war nie draußen. Wenn ich, jemand zum Beispiel hat mir auch kommentiert, ja, warum folge ich nicht Jesus? Und dann hab ich antwortet, ja, ich folge Jesus. Aber halt auch Buddha, Krishna und anderen Weisheitslehrern. Und dann hat er geschrieben, also auch so bibeltreue Christen hat er geschrieben, ja, aber das sind, man soll keine anderen Götter neben mir haben, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagt Gott. Da sage ich, hallo, wer sagt, dass Buddha ein Gott ist? Wer sagt, dass Jesus ein Gott ist? Ist doch völliger Quatsch, ja. Also, das ist, aus dem hat es Gott ja nicht so gesagt, sondern das hat der Mensch so interpretiert. Ich weiß aus Gesprächen mit Gott, dass Gott lediglich gesagt hat, wenn ihr zu mir kommt, ja, dann werdet ihr keine anderen Götter neben mir haben. Ja. Aber es gibt dann auch Götter unter mir, also unter Gott, die gibt also gibt es ja auch noch. Also es gibt Abstufungen. Weil je höher das Bewusstsein einer Seele ist, desto mehr ist sie Gott. Ja. Das geht an von den Tieren bis Menschen, Außerirdische und höhere Lichtwesen und so weiter. Ja. Okay. Ja, und
Ich habe auch die Heuchelei von den Christen mitgekriegt, ja, wenn man, also den bibeltreuen Christen, den Extremen, dass was bei denen, wenn man bei denen ist, also am Anfang ist ja mal so Jesus toll und tralala, aber wenn man drin ist, dann ist da überhaupt nichts mehr Jesus. Ja, da geht es nämlich nur um Geld und nur um Abgrenzung und Intoleranz, ja, und die sind schlecht und die sind schlecht und das ist der Teufel und das ist der Teufel. Mir hat das ehrlich gesagt nicht gut getan, mir hat das echt Kraft geraubt. Das hat mit Jesus nichts mehr zu tun. Ich, schau mal, ich bin Jesus, da, ich habe Jesus-T-Shirt, da oben ist das Jesus-Bild, drüben habe ich noch so ein großes Jesus-Bild, ja. Und steht neben dem Buddha, ja, ich habe da kein Problem damit, ja. Komischerweise, die Buddhisten haben damit kein Problem. Kein Buddhist sagt, ja, du musst nur Jesus ablehnen, du kannst nur zu Buddha kommen, ja. Nee. Aber umgekehrt ist, die Christen haben gesagt, nein, den Buddha lass und so weiter. Das sind alles Dämonen. Warum sind das Dämonen? Ja? Genauso, warum ist Yoga Teufelszeug? Liebe Jennifer Carlson, erklär mir das. Was ist an Yoga Teufelszeug? Könnt ihr mir das erklären? Zig Millionen Leute betreiben Yoga. Ja? Auch gar nicht aus dem spirituellen Hintergrund. Was ist da Teufelszeug? Da geht es ja, das ist Gymnastikübung, könnte man sagen. Ja? Das ist so ein Quatsch. Ja? Tut mir leid. Ja, und hast du schon mal, liebe Jennifer, mal die grausamen Bibelzitate mal durchgelesen? Ich habe da nämlich auch schon mal was ausgedruckt. Und zum Beispiel, als Moses durch die Wüste zog, und das war dann, glaube ich, der Kampf gegen die Amalekiter, wenn ihr nicht alles täuscht, die wurden besiegt und dann war Moses zornig, weil nicht alle Frauen getötet worden sind. Das heißt, im Kapitel 4 Moses, das sind die Verse 14 bis 15, 4. Moses, Kapitel 31, 14 bis 15. Und Moses wurde zornig über die Hauptleute des Heeres, die Hauptleute über 1000 und über 100, die aus dem Feld zu kamen, und sprach zu ihnen: Warum habt ihr alle Frauen leben lassen? Ja. Und dann sagt er weiter, bei Vers 17 bis 18: So tötet nun alles, was männlich ist unter den Kindern, und alle Frauen, die nicht mehr Jungfrauen sind, aber alle Mädchen, die unberührt sind, die lasst leben. Das ist doch heftig, oder? Das ist doch krass, ja. Todesstrafe für widerspenstige und ungehorsame Söhne. 5. Moses, Kapitel 21, 18 bis 21. Wenn jemand einen widerspenstigen, ungehorsamen Sohn hat, der die Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht, und auch wenn er sie ihn züchtigen, ihn nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen: Dieser, unser Sohn, ist widerspenstig und ungehorsam und gehorcht er unserer Stimme nicht und ist ein Prasser und ein Trunkenbold. So sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt, dass er sterbe. Ja. Also auch wie die Bibel mit Kindern umgeht. Ja. Leider auch im Neuen Testament. Da heißt es dann nämlich, wer seine Rute schonet, der hasset seinen Sohn. Das soll angeblich Jesus gesagt haben. Ja. Ich glaube das zwar nicht, aber steht halt so drin. Ja. Dann, ja, wie gesagt, Todesstrafe für Homosexuelle, wissen wir alle. Ja, habe ich auch schon mal in einem anderen Video erwähnt. Also, ich will das nicht zu arg ausbreiten, weil sonst wird das Video zu lang, ich muss mir es ein bisschen abkürzen. Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen. 2. Moses, Kapitel 21, Vers 17. Die Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen. Aufgrund dieses Satzes sind Hunderttausende von Hexen verbrannt worden. Jetzt, liebe Jennifer, was sagst du dazu? Ja. Kreuzzüge. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Deswegen kamst du den Kreuzzüge. Ja. Was hat aber Jesus gesagt? Feindesliebe. Selig sind die Friedfertigen. Ja. Warum? Ja, da muss man doch sagen: Hey, ganz klar, es ist mit Jesus ein neuer Bund geschlossen worden, das alte gilt nicht mehr. Das muss aber auch ganz klar von allen christlichen Gemeinschaften auch gesagt worden. Das ist aber nicht der Fall. Ja. Die bibeltreuen Christen nehmen wirklich die Bibel Wort für Wort und sind sogar noch mehr Altes Testament teilweise, so habe ich die Erfahrung gemacht, als Neues Testament, ja, aber labern da gescheit von Jesus daher, ja. Also Tausende von Gewalt- und Tötungsbefehle. Guck schon mal bei grausame Bibelzitate, ja, das ist fett. Also ja, ähnlich wie beim Islam. Leider muss man auch sagen, ja, ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es immer falsch missverstanden wird, wenn ich den Islam kritisiere. Aber ich kritisiere den Islam ja auch im Kontext der allgemeinen Religionskritik. Ich sehe es ja. Gerade komischerweise die Religionen, ja, die wo meinen, sie sind so super toll und sie haben die einzige Wahrheit. Da gibt es die meisten Probleme. Ja. Beim Islam immer Terror und Frauen steinigen und was weiß ich und Ehrenmorde. Im Christentum waren Kinder vergewaltigt, Kinder geschlagen. Protzskandal, Bischof vom Limburg, was sagst du da? Immer ist irgendwas im Christentum, immer ist irgendein Scheiß, ja.
Also, wie gesagt, bei Kreuzzüge und Hexenwunden können wir sagen, okay, das war damals und so, das war die Kirche, aber das ist ja heute immer noch der Fall. Ja? Wie viele Kinder sind bei den Zeugen Jehovas denn vergewaltigt worden und missbraucht bei den Zeugen Jehovas? Riesenskandal, tausende Missbrauchsvorfälle. Könnt ihr alles verlinken, könnt ihr alles nachrecherchieren. Ja? Was sagst du denn da zu den Missbrauchsvorfällen? Ja? Und das ist auch teilweise in der Bibel, wenn man die Kinder schon, oder auch mit der Gewalt, also wenn man Kinder schon so niedermacht, also dass man sagt, okay, wer daher zum Beispiel, wenn Kinder nicht gehorchen, also soll man sie schlagen und was weiß ich und unterdrücken, ja, das ist kein Wunder, wenn sowas rauskommt, ja, das ist kein Wunder. Was war bei den 12 Stämmen? Da sind Kinder übelst geschlagen worden, missbraucht worden, übelst zur Arbeit gezwungen worden, versklavt worden, ja, was. Das Christentum, den der Kinder anteil hat, keine Religion tut den Kindern so viel Schlimmes an wie das Christentum. Wirklich wahr. Ja, was sagst du den Vorfällen da bei den 12 Stämmen? Dass man den, man musste den Kindern, muss man sogar den Eltern die Kinder wegnehmen, ja, weil sie nur misshandelt haben. Ja, schon von Kind auf auch geschlagen. Gibt es Dokumentation, können Sie alles nachrecherchieren. Ja. Dass sogar das katholische Bayern, dieses christlich-katholische Bayern, da interveniert hat und gesagt hat, denen müssen wir die Kinder wegnehmen, das geht ja so nicht weiter. Ja. Überlege mal, was sagst du denn dazu? Warum gibt es denn immer Probleme? Alles immer super toll, Jesus hier, Jesus da, aber wenn man dann drin ist in dem Christenzut, da ist nichts mehr Jesus, null. Ja? Meine Mutter war in Obdachlosigkeit, die hat von den Zeugen Jehovas, hat sie den Wachturm abonniert. Dann hat sie einmal bei denen gebettelt, wo sie mit ihrem Stand da drin sind, haben sie gesagt, ob sie ein bisschen Geld hat, wo sie obdachlos war. Ja? Weil sie war obdachlos, weil sie mit meinem Vater nicht mehr ausgehalten hat. Ja? Der hat keinen Cent kriegt. Da haben sie gesagt, gehen Sie weiter. Ja. Tolle Christen, ja. Ich habe schon mal im katholischen Anstalt mal gearbeitet. Ja. Da war jemand, der war in so einem Kinderheim, der ist so ein Kinderheim aufgewachsen. Ja. Fritz hat der Kaiser. Und der war geistig zurückgeblieben und psychisch. Also der hat null Selbstbewusstsein gehabt und null Intelligenz. Der war geistig wie ein Dreijähriger. Ja. Der ist geschlagen worden, der war bei Nonnen, der ist eingesperrt worden, der ist geschlagen worden, der ist missbraucht worden, ja, der hat null Freiheiten gehabt, ja, und da hat sich das Gehirn bei dem so zurückentwickelt und das war das Ergebnis christlicher Erziehung. Der Mann kriegt nie eine Freundin. Wer will so eine Frau? Wer will so einen Mann? Entschuldigung. Welche Frau will so einen Mann? Niemand, ja. Niemand. Geistig zurückblieben und nur selbst auf Frauen vertrauen. Das kannst du vergessen. Keine Chance, ja. Unselbstständig und so weiter. Und das ist das Ergebnis. Und hör mal bloß auf mit den Christen. Hör mal bloß auf mit diesen bibeltreuen Christen. Das sind Heuchler, das sind Pharisäer. Was hat denn Jesus zu den Schriftgelehrten gesagt? Ihr Heuchler, ihr Pharisäer, ja, ihr falschen Nattern, ihr Otterngezücht. Jesus hat die Schriftgelehrten verdammt, ja, die sich nur auf die Schrift besonnen haben, weil Gott hat dir nicht nur die Schrift gegeben, Gott hat dir auch das harte Herz, ein Herz gegeben und den Verstand, dass wir zum Nachdenken kommen, ja. Und dass wir das einsetzen, ja, und nicht nur auf die Schrift senden, weil die Schrift ist von Menschenhand. Deswegen ist sie auch unrein, ja. Die Christen waren es nämlich, die Christen haben Christus nämlich getötet. Die Christen sind nämlich die neuen Pharisäer, das sag ich. Ja, und wer sagt, dass die Spiritualität ist schlecht, der ist in demjenigen selber der Teufel. Jesus war spirituell, ja. Und ja, auf jeden Fall. Und Jesus will auch keinen Personenkult. Als Jesus zum Beispiel nach Jerusalem gezogen ist, ja, dann haben sie geschrien, ja, Jesus sei unser König, sei unser König. Und dann hat Jesus gesagt, was sind das für unselbstständige Kinder? Jesus will keinen Personenkult, ja, sondern Jesus will nur das Bewusstsein der Menschen erreichen und erweitern. Wir können alle Jesus sein und wir können alle das Jesus-Bewusstsein erreichen, ja. Und Jesus sagt, liebe deine Feinde. Und Buddha sagt, der Feind ist der größte Lehrmeister. Ist das nicht eine wundervolle Ergänzung der Weisheit? Somit können wir noch mehr zu einer noch universelleren Weisheit gelangen, wenn wir die Weisheit hinnehmen und sagen, hey, was können wir voneinander lernen, was können wir abstimmen, ja, und diese Weisheit vielleicht noch mehr erweitern, dass wir unser Bewusstsein noch mehr erweitern können, ja. Deswegen will ich mich nicht gegen andere Weisheitslehren abgrenzen. Das ist Unsinn und das würde auch Jesus nicht wollen, ja. Die ganzen bibeltreuen Christen missbrauchen den Namen Jesus. Sie missbrauchen ihn. Sie haben ihn in Wirklichkeit getötet, weil sie die Pharisäer sind. Das sind die Heuchler, die Pharisäer. Diese ganzen bibeltreuen Christen. Ja. Denk mal darüber nach. Ja, okay, jetzt muss ich zum Ende kommen. Video ist bald rum. Okay, alles klar. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute, liebe Jennifer, Licht und Liebe.
Teilt das Video, abonniert meinen Kanal und dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und bis bald.